Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, ich schätze, meine Kontrollerprobleme sind vorbei. Und schaut euch dieses Schwert an. Das ist sicher unangenehm zu halten. Das schaut nicht so geil aus. Es schaut schon geil aus, aber nicht so bequem. Nicht so comfy. Okay, wir gehen zu den Klerikern. Hey ho, let's go. Bereit? Bringen wir es hinter uns. Dann los. Wie sieht dein Plan aus? Das erfährst du schon noch. Bis es soweit ist, folgst du meinen Anweisungen und stellst keine Fragen. Du bist doch der Bösewicht. Die Menschen sollten ihre Lehren aus den Ruinen ziehen. Werden wir gleich sehen, ob die neue Schwierigkeit uns Probleme macht. Ich meine, das ist der Sinn dahinter, dass sie uns Probleme machen soll. Will hier ein bisschen leiden hier. Was habe ich denn hier für ein Schwert? Das neue? Ist dir der Stützpunkt der Kleriker bekannt? Habe ich gerade das Gespräch abgebrochen? Oh je. Habe ich schon geglitscht, die Mission? Hallo? Ja. I did it. Oops, I did it again. Ah, schauen wir mal. Ob die automatische Speicherung der richtige. Mist. Mist. Oh. Oh. Wow. Wir können den weiten Weg wieder rennen. Warum konnten Sie dann den Vorfall bei den Silos nicht verhindern? Ich muss die Mission auch nochmal auswählen. So. Okay, dann speichern wir nochmal besser schnell. Jo. Diesmal nicht glitschen, Wie Mann. sieht dein Plan aus? Das erfährst du schon noch. Bis es soweit ist, folgst du meinen Anweisungen und stellst keine Fragen. Ich hätte eine Frage. Sind wir schon da? Zarek? Zarek, sind wir schon da, Zarek? Zarek, wie alt bist du eigentlich? Zarek, warum sind deine Augen so rot? Zarek, war es deine Schuld oder meine Schuld, dass wir geglitscht sind? Zarek? Die Menschen sollten ihre Lehren aus den Ruinen ziehen. Okay. Jetzt kann ich reden. Ist dir der Stützpunkt der Kleriker bekannt? Nein. Nein. Schlecht. Warum? Ich habe eine Feststellung getroffen, keine Fragestunde eröffnet. Los, weiter. Gott. Oh, Klebeband, das brauche ich für Zarek, damit ich ihn gleich mal festbinden kann und wieder zurückschleifen. Nein, gerade brauche ich nicht für Zarek. Oh, wir wissen doch alle, dass du es bist. Oh, Reporter. Nähesiedlung. Da will ich hier mal durchlooten gehen. Da Exploring mehr Spaß macht in diesem Spiel als im Alten. Da es dem Alten einfach nur Fresse gab. Nur sterben. Wenn jede Ratte zu stark ist. Da dem One-Shotted? Wenn man die Schwierigkeit höher, Zarek, gibt's ja nicht. Wir halten uns weiter an der Flanke des Berges. Ihn zu überqueren ist zu gefährlich. Welche Gefahren lauern da oben? Alles Mögliche. Egal wie oft unsere Stoßtrupps versucht haben, den Berg zu nehmen, es hat sich als zu gefährlich erwiesen. Vermeiden wir also eine Konfrontation. Los, weiter. Und nimm etwas Geschwindigkeit raus. Getrampel können wir nicht brauchen. Weich mir nicht von der Oh. Seite.
und achte auf sich bewegende Schatten. Überraschungen sind ein Element, auf das wir verzichten können. Okay, Mann. Nur weiter flüstern. Oh, Lotus. Ah, wartet dann. Muss ihm wirklich ganz nahe bleiben. Ich bin mir sicher, die Bossin hat gesagt, dass wir ihm die Führung... Warum halten wir? Nur so ein Gefühl. Besser, wir sondieren die Lage. Ich rücke vor und du kommst mit etwas Abstand nach. Bleib unauffällig. Wirklich schleichen. Warum schattest du das? Oh, der SOP auch noch. Raten. Arbeite an deiner Haltung. Ein Troll bewegt sich unauffälliger als du. Was du nicht sagst. Was ist jetzt? Da vorne liegen zwei Kleriker. Tot, dem Anschein nach. Ich sehe vor allem ein paar Viecher. Die Kristallratten müssen wir natürlich beseitigen. Freiwillig lassen sie uns nicht an die Leichen. Wen interessieren ein paar Kadaver? Uns, wenn wir nicht ihr Schicksal teilen wollen. Wir sollten herausfinden, was sie erledigt hat. Ein paar Ratten waren es sicher nicht. Ich gehe voran. Exzellent. Das gefällt ihm. Bam. Oh, der dreht. Komm schon, Zarek, bist du overpowered. One-Shot das Ding. Ja. Hier fehlt eine Leiche. Wie kommst du darauf? Die zwei waren Kundschafter und für gewöhnlich sind sie zu dritt unterwegs. Was wollten die Kleriker hier? Ressourcen auftreiben. Seit wir ihren Lebensraum minimiert haben, fehlt es ihnen an Nachschub. Eine notwendige Maßnahme unsererseits. Notwendig? Warum? Ignadon ist von großer strategischer Bedeutung. Die Kleriker würden es niemals schaffen, das Land auch nur ansatzweise gegen die Fremden zu verteidigen. Und dessen bist du dir sicher? Wenn sie uns schon nicht aufhalten konnten, wie hätten sie ihnen dann etwas entgegensetzen sollen? So betrachtet können sie sich glücklich schätzen, dass wir sie vertrieben haben. Egal, konzentrieren wir uns darauf, den Dritten im Bunde zu finden. Oh. Nach dir. Nicht so schnell. Nimm von hier mit, was du brauchen kannst. Ach, da die Angreifer kein Interesse an der Ausrüstung hatten, machen wir uns diesen Umstand zunutze. Bin gleich zurück. Oh, Looten, wichtig. Das sind Kleriker? Ah, oh, die alte Klerikerrüstung war so geil. Oh, haben sie die ersetzt? Das rote Schwarz. Ah, Alp oder Outlaws? Mal schauen. Jo Mann, weiter. Nehmen wir ja auf, oder? 8 Minuten, passt. Passt. Wir können weiter. Gut. Rücken wir ab. Allzu lange kann der Angriff noch nicht her sein. Die Spur ist frisch. Tot. Da ist er. Dachte ich es mir doch. Seine Verletzungen waren wohl zu stark. Du hast doch früher mit den Klerikern zu tun gehabt. Yes. Was hat zu ihrem Zusammenbruch geführt? Nicht, dass es mich stört. Mich interessiert es nur. Ihr Glaube hat sie zu Fall gebracht. Glaube? Ich werde den Sinn hinter diesem Wort nie verstehen. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Lass uns. Achtung, Hinterhalt! Oh. Das ist ein fetter Hinterhalt. Dort kann Peter.
Er tritt mal in meine Richtung. Schaut's aus da drüben, Jungs. Ah, Zarek regelt schon. OP Zarek, wie man ihn nennt. Wo hat er den hingeschickt? Interessanter Kampfstil. Anscheinend hast du nicht alles verlernt. Und das aus deinem Mund? Ich benenne nur die Tatsachen. Hätten wir die Fremden nicht zurückgeschlagen, wäre ihr Plan wohl aufgegangen. Du glaubst, sie wollten uns in die Falle locken? Ja. Zusammenhänge herstellen ist nicht deine Stärke. Die Falle galt den Klerikern. Das Fernbleiben ihrer Kundschafter wäre nicht lange unbemerkt geblieben. Ihre Nachhut hätte den Hinterhalt nicht überlebt. Sie wären eine nach dem anderen dezimiert worden. Wir aber waren eine Unbekannte in der Rechnung. Nur deshalb ist sie nicht aufgegangen. Aber räumen wir das Feld. Und das im Laufschritt. Sie haben unsere Stärke einmal unterschätzt. Ein zweites Mal passiert ihnen das sicher nicht. Karakis ist unsicheres Terrain. Der Zwischenfall mit den Fremden zeigt dies nur allzu deutlich. Wir schonen uns erst, wenn wir die Basis der Kleriker erreicht haben. Halten wir uns also ran. Okay, Boss. Das wird noch hier gelootet, die kleinen Dinger da. Und da ist das letzte, glaube ich. Nur, dass wir uns verstehen. Wir wenden bei den Klerikern keine Gewalt an, ganz gleich auf welche Probleme wir stoßen. Natürlich die Informationsbeschaffung hat absolute Priorität. Warum sagst du mir das? Wir müssen herausfinden, inwieweit die Kleriker in den Anschlag auf unser Silo involviert sind, welche Absicht dahinter steckt. Tote reden nicht. Merk. Oh, schau, wie stark der Typ ist. Oh, das ist eine Kralle. Zarek, du regelst die Kralle, oder? Geht schon, steh auf, Zarek. Dachmechse sind natürlich wieder die stärksten Gegner da. Ja, der regelt das. Mein Leben regeneriert sich gerade sehr langsam. Das hat mit der Schwierigkeit zu tun. Ach, da ich sie auf Ultra gestellt habe, muss ich mir ein paar Energy-Tricks runterwürgen, bis da was weitergeht. Er will nach rechts. Das ist so ein Ding. Das greift uns nicht an, okay. Dann weiter Energy-Drinks runterwürgen. Mit der Armbrust in der Hand. Wie geil. Die Kämpfe werden nicht weniger. Da vorne. Drachenechsen. Mit denen werden wir fertig. Ich hatte erwartet, dass du so reagierst. Mir nach. Fulminant. Drei Stück. Wo sind die Waffen, die ich brauche? Hier. Nehmen wir ihn einfach in die Hand. Anlegen. Anlegen. Jetzt da. Ach, Mist, was mache ich? Ziehst du an, Junge? Okay, doch. Macht doch keinen Zarek-Schaden, oder? Okay, die steckt mal. Mach mal Schaden bei der. Während Zarek die andere ausschaltet. Das Ding klickt schon rum. Auf mich, wirklich? Muss das sein? Nice. Gute Arbeit, Jungs. Gratis EP sammeln. Oh, ein Brutan war da auch noch dabei. Hier ist er.
Oh. Let's go. Kreaturen sind mir lieber als das lila Gezücht. Ihre Angriffsmuster wiederholen sich und sie sind leichter abzuwehren. Ein Makel ihres Instinktes. Und jetzt? Die Drachenechsen sind erledigt. Das schon. Dennoch fühle ich etwas, das sich als Unzufriedenheit beschreiben lässt. Ging dir das mit den Viechern nicht schnell genug? Wir sollen große Dinge aufklären. Dennoch sind es die Kleinen, die uns aufhalten. Ich muss unseren Weg optimieren. Zum Glück kenne ich eine Alternative, die unseren Pfad beschleunigen sollte. Und wie sieht die aus? Das wirst du bald sehen. Los jetzt. Er ist doch ein Kleriker-Doppelagent. Ich rieche es. Oh, ein bisschen Elex. Dann gehen wir doch ein bisschen Elex bohren. Ja. Kein Vocal Warm-up gemacht, Leute. Da geht mir die Stimme ein. Kann ich wieder Elex spenden an den Typen, der die... Warum bettelt da drüben im Board von Ignaton? Unser Ziel rückt näher. Kommen wir zu meiner Alternative. Okay. Wir gehen durch den Berg. Dieser Weg sollte frei von allzu großen Gefahren sein. Zumindest war er es, als ich ihn das letzte Mal gegangen bin. Eine Abkürzung? Eine Lebensversicherung. Oder? Im Schutze des Berges sind wir sicher vor weiteren Zwischenfällen. Machen wir uns auf den Weg. Aber weich mir nicht von der Seite. Sicher ist sicher. Das ist ein Hinterhalt. Das ist doch ein Hinterhalt. Interessant. Ein ausgeprägter Lebensraum samt reichhaltiger Flora. Wärst du nicht hier, würde die Population der hiesigen Kreaturen ungebremst weiterlaufen. Willst du lieber gefressen werden? Solche Anlagen sind oft Verbindungsstraßen für primitive Fortbewegungsmittel gewesen. Ja. Glücklicherweise haben wir Alps die archaischen Gerätschaften der Menschen nicht nötig. Dir ist schon klar, dass wir zu Fuß unterwegs sind. Ein Gleiter wäre mir auch lieber, aber die Umstände lassen es nicht zu. Achtung, da kommt jemand. Los, auf Position. Was macht ihr hier? Hey. Kümmer du dich darum. Meine Expertise mit Menschen ist begrenzt. Ich habe euch was gefragt. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Wir wollen zu den Klerikern. Ach, wirklich? Ein Mensch und ein Alp. So ein Gespann sieht man nicht alle Tage. Ein Kleriker. Was wird sich freuen, euch kennenzulernen? Was? Wer ist das? Unser Anführer. Und ihr habt Glück, er ist gerade erst zurückgekehrt. Wir sind eine kleine Gruppe von reisenden Händlern. Das hier ist seit kurzem unser Unterschlupf. Normalerweise wickeln wir unsere Geschäfte draußen ab, aber wenn wir schon mal Gäste haben, könnt ihr auch vor Ort eure Ausrüstung aufstocken. Keine Sorge, wir haben keine Vorurteile. Nicht einmal gegenüber Alps. Im Gegenteil. Sag deinem Begleiter das und folgt mir dann. Können wir ihr trauen? Wir werden es gleich erfahren. Gut. Ich halte mich im Hintergrund. Du gehst voran. Oh, mir wird in den Rücken gestochen. Ich spür's. Wo bleibt ihr denn? Ihr seid die ersten Gäste, die bei uns aufschlagen. Oh je. Ist noch alles ein bisschen unordentlich, aber scheiß drauf. Wo kommt ihr her? Hey, nicht maulen. Die meisten von uns gehörten mal Baxters Truppe an. Nur seit er auch seriös macht und Bürgermeister spielt, haben wir die Segel gestrichen. Sein Schrottplatz im Krater spiegelt nicht mehr unsere Idee von Freiheit wider. Deswegen sind wir hier. Wer hat euch von diesem Ort erzählt? War auf ein Papierfetzen der alten Welt verzeichnet. Hat eine Weile gedauert, bis wir kapiert hatten, was wir da haben. Aber dann ging es ganz schnell. Sachen packen und Ungeziefer verjagen. Das ist im Grunde auch schon alles. Das war die Conversation. Kommt nett hier aus. Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Buzz sitzt da hinten. Geht zu ihm. 75 Gratispunkte. Jo, was geht ab, Buzz? Let's go. Ihr seid ein wenig vom Weg abgekommen, wie mir scheint. Gestatten, Buzz. Chef dieser kleinen Herberge verirrter Seelen.
Was können wir euch anbieten? Nichts. Wir wollen nur passieren. Mein lieber Freund, das ist nicht nichts. Das ist eine ganze Menge. Freies Geleit gibt es nicht umsonst. Das kostet. Nur weiß ich nicht, ob ihr auch zahlen könnt. Was verlangst du? Ich mache dir einen Vorschlag. Dein stummer Freund hat etwas, das ich haben will. Ja. Wenn er sich von seiner Rüstung trennt, lasse ich euch weiterziehen. Oh. Ich rate euch, dieses großzügige Angebot anzunehmen, denn raus kommt ihr andernfalls nicht mehr. Zumindest nicht in einem Stück. Ich will kämpfen. Hier ist mein Angebot. Mein Fuß in deinem Arsch. Du dummer, dummer Junge. Ich werde dich in Scheiben schneiden und dir damit deine dämliche Fresse stopfen. Fight. Nein, Shotgun. Links da. Ist Veronika da? Ah, Veronika will auch fighten. Wir haben alle viele Namen. Au. Richtig. Hör auf mich super zu kicken. Keine super Kicks mehr. Doch, sie machen super Kicks noch. Nice, nettes Timing. Die Superkick-Bande da. Das Schwert kann ich auch nicht passt. Blechterklinge. Ah, die hatten alle Namen. Das ist eine fette Waffe, oder? Wo ist mein Alpfreund? Lebte. Was ist tot? Ich gehe mal durchlooten, bevor wir weitermachen. Menschen können den Hals nicht voll genug kriegen. Ohne ihren Anführer werden sie bald in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Wir sind hier fertig. Rücken wir ab. Nö, es wird gelootet. Loberbier. Greift er mich an, wenn ich von denen stehle? Okay, passt. Gut, das Klopapier lassen wir ihnen. Damit können sie das Blut wegwischen dann. Da gibt es doch noch mehr zu looten. Oh, eigentlich eine geile Mission, gefällt mir. Hat richtigen Fallout-Vibe. Nicht das. Jo Mann, was geht ab? Ist das eine Doppelflintige? Da brauche ich eh. Wow! Okay, dein Schwert, das gefällt mir schon besser. Zeit für meine Doppelflintige dann. Er steht mitten in meiner. Oh nein! Böser Gegner! Das ist geleckter Schuss. Okay, keine Muni verschwenden an deinen. Ja, fliege mal herum. Nice. Gute Arbeit. Ich glaube, das Schwert werden wir vielleicht nicht bekommen. Kleiner Heiltrank. Ganz wichtig. Die benutzen wir gerade noch immer. Oh.
Wusste gar nicht, dass ein Android so auf Schmerz steht. Ganz eigen. Teller, alles wichtig, alles wichtig. Goldener Teller, Ich glaube, sonst haben wir da keinen mehr übersehen. Wir sind so klug, natürlich seid ihr das. Bitte Elex, nice. Das Schwert bitte. Nein, mit nichts. Ich hoffe mal, dass ich die Schrotflinte kriege, wenn dann. Ich sehe sie nirgends. Vielleicht habe ich sie schon mitgenommen. Okay. Du, die Kleriker. Hier entlang. Jo, weiter. Oh, warte mal. Alte Lampe. Schrott. Sonst noch was? Mehr Schrott. Oh, mein Fliegen geht nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht? Die Heilung ist auf jeden Fall vorgesorgt. Wir kriegen viel Schrott. Wird wahrscheinlich bei den Klerikern gleich bei einer Mission verwendet. Um irgendwas zu reparieren. Ich kümmere mich darum. Machst du das? Au! Verdammt! Sarek hat sicher nichts dagegen, wenn ich hier mal eine Runde penne. Ein bisschen schlafen gehört auch dazu. Ist gut für die Effektivität. Nicht stärker auf Effektivität so gut wie ein 12 bis 14 Stunden Schlaf. Mit Taschenlampe an natürlich. Ich muss weitermachen. Und weiter. Ich weiß, ich hätte für Dex vieles besser machen können. Aber noch ist es nicht zu spät. Apropos Dex, wir haben hier ein Foto. Wo ist es denn? Das Dex zeigt. Ah, es war bei Logs dabei. Wo ist das Foto meines Sohnes? So soll er ausschauen. Oh, der Grafikunterschied dann aber. Wo ist das? Das Big Boss. Elex. Wir werden Geld wieder haben. Apropos Geld. Warum nicht? Wir hacken uns rein. 1, 2, 3, 4. Ha! Geht doch. Wirklich? Oh, beschädigte Raketenwerfer. Nice. Das muss gespeichert werden. Ist auch mein Passwort. 1, 2, 3, 4. Endlich wieder frische Luft. Erinnere mich daran, diese Abkürzung vorerst auf Eis zu legen. Werd's mir merken. Die Kleriker sind in Reichweite. Aber vorher müssen wir noch etwas klären. Warum hast du für mich Partei ergriffen? Es ging schließlich nicht um deine Rüstung. Ich an deiner Stelle hätte die Bedingungen dieses Banditen ohne zu zögern erfüllt. Mit Banditen verhandelt man nicht. War gesprochen. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Konzentrieren wir uns weiter auf unsere Mission. Es ist nicht mehr weit. Fantastisch. Warum gefällt dir doch mal alles? Wie sieht's bei dir aus? An deiner Seite zu sein, ist für mich etwas verwirrend. Aber möglicherweise legt sich das. Ich finde es sehr irritierend, wie du... Du scheinst eine sehr selbstzerstörerische Phase durchzumachen, oder? Keine Sorge, ist nur eine Phase. Weiter geht's. Ist das meine Hütte? Nee, kann nicht sein. Das ist wieder ein Raptor. Fessel.
Ist keine Ratte, die kann leben. Okay, zu den Raptoren geht's weiter. Junge, nur den One-Shot Zarek, ja. Nur ich werde gewonshottet. Upsi. Sag ich ja, den One-Shot hat er. Eine Zunge. Oh, nice. Wo sind wir hier? Da war ich, glaube ich, noch nie. Fort der Kleriker. Warum ist jeder umgezogen? Ach komm, Fliegekräfte. Ich will da reinlooten. Komme gleich wieder, Zarek. Die Loot hätte ich nicht verpassen können. Beste Loot. Erfahrung. Weiter geht's. Oh, yes. Wir sind am Ziel. Die Basis der Kleriker liegt vor uns. Hier trennen sich unsere Wege. Wie geht es weiter? Da die Kleriker mich kaum in ihren Stützpunkt lassen, wirst du diesen Part übernehmen. Hör zu. Ich habe in Skibors Kleriker-Uniform eine ID-Karte gefunden. Zeig sie der Wache am Tor. Als Kontrollinstanz wird sie unter Garantie etwas damit anfangen können. Je nachdem, wie sie reagiert, passt du dein Verhalten an. Denk daran, unser Ziel ist es herauszufinden, ob Skibo den Anschlag für die Kleriker verübt hat. Ich kann sie direkt konfrontieren, das spart Zeit. Wenn du willst, dass wir scheitern, tut es das tatsächlich. Unter keinen Umständen dürfen die Kleriker erfahren, in wessen Auftrag du unterwegs bist. Ja, ja. Wirst du enttarnt, könnte das unsere Mission kompromittieren. Und die Spur wird kalt. Ach, und noch etwas. Dass ihre Kundschafter tot sind, behältst du vorerst für dich. Diesen Trumpf spielst du nur aus, wenn er gebraucht wird. Oh. Okay, wir haben es selber geschafft, dieses Viech zu erledigen. Oh, wo sind wir auf der Karte? Kann ich rauszoomen? Nee, rauszoomen ist ziemlich schwach in diesem Spiel. Hier ist das neue Fort. Ah ja, direkt über der Atomanlage, wo der Professor seine Atombombe zünden lassen wollte. Komm, ich kann nicht rüber zu den Berserkern. Es geht nur hinauf. Eigen, jeder hat Position gewechselt. Teleporter, wichtig. Sonst noch was hier? Gut, dass ich Falk mit habe. Der wird sicher ein Wort für mich einlegen, ein gutes. Ejo. Einen Augenblick. Du bist nicht aus der Gegend, richtig? Ich frage nicht, was dich zu uns führt. Die Gründe gehen mich nichts an und wir Kleriker weisen niemanden ab. Dennoch ist es meine Pflicht, jeden Reisenden auf die herrschende Ordnung hinzuweisen. Keine Diebstähle, keine Schlägereien, verstanden? Das ist doch eine Berserkerrüstung, oder? Keine Sorge, ich halte mich an die Regeln. Freut mich zu hören. Komm, ich führe dich herum. Es ist gerade ruhig, da kann ich es mir erlauben, meinen Posten zu verlassen. Oder brennt dir noch eine Frage auf den Nägeln? Hast du diese ID-Karte schon einmal gesehen? Das ist doch... Du solltest mit Hagen darüber reden. Ich führe dich zu ihm. Hatte eh vor, dich mit dem Lager vertraut zu machen. Gut, bleib gut. An meiner Seite. Ich zeige dir zunächst unser Habitat. Dort haben unsere Akolyten ihre Schlafstätten. Natürlich kannst auch du dort ein Bett beziehen. Nach einer langen Reise genau das Richtige. Such dir einfach eins aus. Betten haben wir im Überfluss. Du gehst nicht besonders schnell, Mädel. Gib Gas. Oh. Da sind wir. Wirf ruhig einen Blick rein. Mir macht es nichts aus, kurz zu warten. Okay. Mach ich. Bin gleich zurück. Alles klar. Betten, verstehe. Liegt wer zum Reden auch da? Wenn jemand zum Reden da war,
Da ist es ja umsonst. Da ist jemand. Nein, nur ein Licht, keine weg. Ah, mein Kopf! Kinderbetten. Diese Scheißinfektion. Wichtig. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Sie jetzt sagt nicht stehlen. Ach, mach damit. Komm schon, kletter rauf da. Oh, so langsam. Was hat er da für Säcke runterhängen? Ein bisschen was stehlen können wir doch. Toilettenpapier. Bin bereit. Processing ready. Oh, das wird schwierig. 5, kleiner als 6, größer als 3. Okay. 7, 4, 5. Nee, das geht dann nicht zurück. 8, 7, 2. Okay. Dann doch 7. 5 und 2 müssen wir uns merken. Größer als 5. Hatten wir doch 6 schon? 5 und 2. Okay, passt. Das haben sie geschafft. Oh. Nicht stehlen. Davon hat sie nichts gesagt, oder? Angst, entdeckt zu werden? Ja. Hab nämlich was gestohlen. Jo, weiter. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Hast wohl gleich eine Matratze ausprobiert, was? Nein, naja, safe. Da du ja jetzt ausgeruht bist, können wir weiter. Obwohl, warte mal. Es gibt etwas, das ich dich fragen muss. Bist du gläubig? Warum ist das wichtig? Ist es nicht. Ich bin nur interessiert. Also, glaubst du? Nein. In Zeiten, in denen die Welt ein weiteres Mal unterzugehen droht, kann ich das nur schwer nachvollziehen. Aber dann wirst du hier einige Gleichgesinnte finden, auch wenn ich das anders sehe. Im Glauben liegt Hoffnung. Bruder Johannes hat mir das nur allzu deutlich vor Augen geführt. Mit etwas Glück hält er gerade eine Andacht ab. Ich führe dich hin. Oh, wo sind die guten Rüstungen denn hier? Wo sind die guten alten Klerikerrüstungen? Meine Freizeit ist zwar begrenzt, aber wenn ich kann, finde ich Ruhe im Gebet. Ja, ich sehe. Außenstehende verstehen das oftmals nicht, aber ich garantiere dir, es braucht nur eine Woche auf meinem Posten, dann fängt jeder an zu glauben. Direkt nebenan ist im Übrigen die Kantine. Die Auswahl ist begrenzt, aber naja, ich kau einfach länger. Wie hat die Frau geheißen? Vivian? Irgendjemand mit. Gary-Kadrone. Oh. Nee, die Rüstung schaut nicht mehr so gut aus. Ich glaube, Kleriker sind damit ausgeschieden aus meiner. Wir kommen gerade richtig. Auch wenn ich dich sofort zu Hagen bringen sollte. Aber so viel Zeit muss sein. Hör Johannes zu, solange du willst. Wenn dir die Predigt gefällt, gerne auch bis zum Ende. Wenn du genug hast, gib mir ein Zeichen. Ich hab genug. Wollen wir weiter? Oh. Ja, was gibt es sonst noch zu sehen? Ich könnte es dir sagen oder dich hinführen. Und da ich genug rumstehe, ziehe ich ein wenig Bewegung vor. Weiter geht's. Brüder und Schwestern, hört mich an. Nein. Mir wurde eine weitere Offenbarung zuteil. Eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens. Oh. Vertriebene nennt ihr euch. Doch die alte Rüstung hat so geil ausgeschaut. Ich will die alte Rüstung zurück. Die alte Rüstung zurück. Oh. Das ist das Kastell der Regenten. Nebendran das Kind glitscht mal. Während im einen geforscht wird, wird im anderen das erlangte Wissen verwahrt. Beides ziemlich trocken, wenn du mich fragst. Den Besuch sparen wir uns. Wenn ich dich jetzt einen Blick riskieren lasse, setzt du nur Staub an.
Komm, wir sind bald durch. Wo kann ich mein Zeug loswerden? Dafür suchst du am besten Vivien in der Händlermesse auf. Hey. Du findest sie im südlichen Teil des Lagers. Vom Tor aus links gesehen. Im Großen und Ganzen bist du dann auch schon im Bilde. Grundsätzlich gilt, wenn dich ein Gebäude interessiert, geh einfach rein und stell dich vor. Einfach so? Solange du niemandem im Weg stehst, störst du auch nicht. Oh, die Kleriker waren so cool. Und jetzt? Das hier ist die Basilika der Judikatoren. Wir halten uns dort nur auf, wenn wir für etwas gerade stehen müssen. Da Hagen das Strafmaß bestimmt, sollte man sich in seiner Gegenwart besonders zusammenreißen. Ich versichere, dass meine Anwesenheit zu keinerlei Unstimmigkeiten führen wird. Freut mich zu hören, aber es wird sich zeigen, ob das für euch beide gilt. Komm, wir statten Hagen einen Besuch ab. Die Sache mit der Karte muss geklärt werden. Oh, das wird jetzt interessant, was ich da sage. Hat er eine coole Rüstung, wenn dann? Schaut nach der Big Boss Rüstung aus. Warum, die ist Lass nicht mir mehr den geil. Vortritt. Du kannst danach mit ihm sprechen. 200 Erfahrung. Judikator Hagen, bitte darum, Meldung machen zu dürfen. Wie oft muss ich dir sagen, du kannst dir die Förmlichkeiten sparen? Ihr habt mich gebeten, vorzusprechen, wenn eine gewisse Person abermals unseren Boden betritt. Du hast mich gebeten? Ach, egal. Was liegt an? Diese Karte. Werft einen Blick darauf. Und der Eigentümer? Nicht da. Mein Begleiter hatte sie im Gepäck. Soll vortreten. Den Rest kläre ich mit ihm. Du kannst zurück auf deinen Posten. Jawohl. Wir zwei sind uns doch schon einmal begegnet. Woher kenne ich dein Gesicht? Wir sind uns damals im Hort begegnet. Ah, richtig, der Hort. Als er noch stand, habe ich viele Rekruten ausgebildet. Jetzt bin ich froh, wenn sich überhaupt noch einer findet. Deswegen lass mich ganz deutlich werden. Bist du hier, um zu helfen? Ja oder nein? Kommt darauf an, was anliegt. Jede Menge. Aber gut, ich verbuche das mal als ein Ja. Verpflegung, Unterkunft und einen angemessenen Lohn stelle ich jeder Arbeitskraft in Aussicht. Überlege es dir. Darüber hinaus habe ich immer ein offenes Ohr. Bei mir weiß jeder, woran er ist, auch wenn das bedeutet, dass ich Probleme klar benenne. Hier, nimm die. Damit kannst du dir in der Kantine deine Ration abholen. Eine personalisierte Rationierung scheint mir logisch. So können Schwachpunkte in der Versorgungskette flexibel eliminiert werden. Wohlgewählte Worte, aber ein einfaches Danke hätte gereicht. Wenn sonst noch Fragen sind, immer raus damit. Was hat es mit der ID-Karte auf sich, die Alex dir gegeben hat? Ich dachte, du könntest mir das sagen. Komm schon, du weißt doch was. Unbekannt ist sie mir nicht. Aber ich will eine Verwechslung ausschließen und den Namen abgleichen. Dafür brauche ich ein Protokoll aus der Fertigungshalle. Bring es mir und wir sehen weiter. Wo in der Halle soll ich mich danach umsehen? Such Keno auf. Er arbeitet vor Ort und sollte wissen, wo es liegt. Wie kann ich euch unterstützen? Das ist einfach. Hilf dort, wo Hilfe gebraucht wird. Tu das und du wirst von mir wie ein Kleriker behandelt. Das ist alles? Ich bin Soldat, ich mag es nicht kompliziert. Mit einer Uniform kann ich dich aber nicht ausstatten. Wir haben schlichtweg keine mehr. Du verarschst mich. Nein, aber gewöhnliche Schutzkleidung findest du bei unserem Rüstungshändler. Nur eben keine Uniform. Die einzige, die noch übrig ist, ist die eines Regenten. Und die gebe ich nicht heraus. Warum nicht? Nun, ich hätte sagen sollen, noch nicht. Aber was ich im Gegenzug verlange, wird nicht einfach sein. Wenn du wirklich Anspruch auf die Rüstung erhebst, musst du Zugang zu den Alps bekommen. Ich soll sie infiltrieren? Ich sagte ja, es wird nicht leicht. Ich will dir auch sagen, warum das für uns so wichtig ist. Seit sie Ignadon besetzt haben, verhalten sie sich uns gegenüber ruhig. Aber wer garantiert, dass es so bleibt?
Die Alps sind ein Gegner, mit dem man rechnen muss. Und ich bin gerne informiert. Der Rang eines ihrer Scouts reicht natürlich nicht. Werde Trooper, dann können wir reden. Ist dir klar, dass sich ein paar Banditen in eurer Nähe breit gemacht haben? Unmöglich. Davon hätte man mich bereits in Kenntnis gesetzt. Nicht, wenn ihr sie nicht sehen könnt. An der Nordflanke des Berges findest du den Eingang zu ihrem Versteck. Dann sprichst du von der alten Tunnelanlage. Ich hatte angenommen, dort habe sich nur etwas Viehzeug eingenistet. Ich darf wohl nicht annehmen, dass du dich darum schon gekümmert hast. Doch, habe ich. Du hast es mit einer ganzen Bande aufgenommen? Easy. Entweder bist du verdammt gut, oder du hast mehr Glück als Verstand. Für so eine Leistung gebührt dir natürlich eine entsprechende Belohnung. Ich werde ihr Beutegut konfiszieren lassen. Es wäre verantwortungslos, das den Ratten zu überlassen. Ordonnanz zu mir! Exzellent. Schnappt ihr ein paar kräftige Leute und dann räumt ihr die alte Tunnelanlage im Norden leer. Nahrung, Werkstoffe, was immer ihr findet. Auftrag verstanden? Jawohl. Dann ausführen. Stapelt das Zeug in der Händlermesse. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Okay. Reinholz. Das nächste Mal, glaube ich. Dann wird hier weitergemacht. Die nächste Basis erkundet. Danke fürs Zuschauen.